Mein Name ist Alexandra Höfer vom Lieferservice Diplomwerkstatt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man sich eine tolle Ampel aus einem Korb selber machen kann. Oder auch nicht nur eine Ampel, sondern, ich sage es einfach mal so, wir machen eine Ampel selber. Und was ihr aber auch noch habt, wir machen uns was, wo wir uns in die Erde reinstecken können und einfach auch toll bepflanzen können. Mit Sachen, wo wir einfach daheim haben. So, wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den kostenlosen Kanal, drückt gleich noch die Glocke, dann kriegt ihr gleich wieder mit, wenn ein neues Video online geht. Fangen wir an. Es gibt überall diese Plastikampeln zum Kaufen oder es gibt so Spitzkegel zum Kaufen aus Terrakotta, aus Korb. Es gibt alle möglichen Sachen und ich dachte mir einfach, es hat jeder. Und einfach mal was Individuelles von dem her, zum Beispiel so ein kleines Spankörble. Jetzt gibt es überall Erdbeer oder dann in der Kirschenzeit gibt es die Körbler auch immer, wo man die Erdbeer oder die Kirschen drin hat. Warum nicht sowas dich aufhängen? Also von dem her ist einfach mal eine andere Variante. Oder sonst ein Körble ist auch eine nette Variante. Auch zum Beispiel ein kleines Mitbringsel. Vielleicht haben wir noch daheim ein Körble irgendwo rumstehen, wo man sagt, ach, das brauche ich eigentlich eh nicht. Für sowas kann man es dann wirklich super hernehmen. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Fangen wir mit dem Spankörbel an. Also ich habe einfach mal einen Müllbeutel reingelegt. Ihr könnt auch einen Gefrierbeutel, einen größeren reinlegen. Ihr könnt auch sonstige Folie reinlegen. Ich mache es immer dann so, dass ich wirklich eine Folie reinlege, weil es doch ein bisschen größere Löcher hat, dass nicht die ganze Erde durchschwemmt. Also ich habe in die Folie dann auch noch Löcher reingeschnitten, dass wirklich dann Wasser durch kann, aber es halt nicht so in viele Menge die Erde mit rauskommt. Aus dem Grund habe ich es gemacht. Sonst könnt ihr auch ganz auch Granulat noch reintun, auch nur zusätzlich zur Folie, wenn ihr sagt, oh, ich möchte, dass es so arg staut, wobei das jetzt so nötig ist von dem her. So, dann zeige ich euch noch, wie die Aufhängung funktioniert. Und zwar haben die Spankörbler, zeige ich euch hier, also ich mache ungern an diesen Henkel fest, weil den möchte ich nachher wegmachen. Ja, weil es da einfach immer wieder umeinander rutscht, wenn man es dann hebt. Also ich habe es ganz schön auf zwei Seiten befestigt. Und zwar hat es hier so eine Körbung, wo es eh schon oder wo man eh schon was eingefädelt hat und das mache ich jetzt einfach auch so, dass die und zwar von innen nach außen, weil dann sieht man den Draht nämlich nachher nicht, den habe ich dann nämlich innen. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Band machen, ihr könnt es mit allen möglichen, ihr könnt es mit der Kordel durchfädeln, also ich fädel dann mit dem Draht jetzt durch und auf der anderen Seite gehe ich wieder rein und somit ist mein Drahtende innen. Und das verzwirbel ich jetzt einfach und dann hält mir die ganze Aufhängung. Und das habe ich eben auf der anderen Seite auch gemacht. Wenn ihr es nicht ganz fest machen könnt mit den Fingern, dann nehmt einfach eine Flachzange und dreht es mit dem ein bisschen fest, sodass es einfach hält. Weil es hat doch ein Gewicht, dass es euch dann nicht nachher ausreißt. So, dann kommt eben meine Folie drüber. Und ihr seht, das hält. Und nachher können wir es dann wirklich nur ein bisschen zusammendrehen, wie wir es brauchen, dass es dann auch wirklich waagrecht bleibt. Dann füllen wir eben schon Erde rein. Ich habe halt auch bewusst Pflanzen genommen, wo wirklich, sage ich jetzt mal, man eigentlich gar nicht so pflanzt. Also ich habe das Tagetes mitgebracht, ich habe das Alysium mitgebracht, das ist ein Steinkraut. Ich habe vor kurzem schon mal das Steinkraut in dem Video Geschirr mal anders verwendet. Da habe ich es in Weiß verwendet. Heute verwende ich es in dem Lila-Ton. Und es gibt einfach tolle, oder es sind tolle Pflanzen, wo einfach buschig waren, wo jetzt eigentlich relativ preisgünstig zum Erwerben sind, sage ich jetzt mal. Also da schaut ihr einfach in der Gärtnerei oder im Blumenladen mal nach, was es gibt. Und, also das ist das Steinkraut. Das wird wirklich, wenn es hängt, also Steinkraut ist eigentlich für den Steingarten, wo es einfach dann eine Fläche gibt, ist eine einjährige Pflanze. Und wenn wir es eben in einer Hängeampel oder bei uns jetzt ins Hängekorble pflanzen, kommt es einfach so ein bisschen drüber. Also das ist einfach toll. Die stehende Betunie, man kennt eigentlich bloß die hängende Betunien. Million Bells sind die kleine in verschiedenen Farben. Es gibt die Sorfinia, das sind die große. Und die stehende kennt man eigentlich relativ wenig. Und das ist aber auch eine Pflanze, wo wirklich einen tollen Busch gibt, sage ich jetzt mal, im Laufe des Sommers. Und aber auch, wenn sie irgendwo eingepflanzt sind, auch ein bisschen nach unten wachsen. Also von dem her, deswegen bietet sich das an.
Und Tagedes ist einfach, ich liebe Tagedes, muss ich ehrlich sagen. Es gibt in so viele verschiedene Farben, also in Gelb, in so gestreift, in Orange. Und ja, es ist einfach auch was, wo relativ buschig wird. Allerdings muss man dazu sagen, es sind alle drei relativ schneckenanfällig. Deswegen verwende ich es jetzt eben in der Ampel, weil da die Schnecke jetzt einfach nicht so hinkommt. Also von dem her ist das jetzt wieder was, wo man sagt, das lässt sich jetzt anbieten. Wenn man wirklich sagt, ich möchte oder ich habe viele Schnecken im Garten, dann kann man das jetzt eben so verwenden. Also Erde ist drinnen und dann pflanze ich jetzt eigentlich nur meine Pflänzler rein, dass die einfach ein bisschen drüber wachsen. Nehmen wir den jetzt nur. Wir nehmen die Grüne dann. Na, wir nehmen das Paket. Dann haben wir was Stehendes und was Hängendes. Da machen wir nur was Hängendes rein. Und da machen wir die Analyse. Ja. Also ihr könnt vorher schon immer ein bisschen Erde reinfüllen. Ihr könnt auch später ein bisschen Erde reinfüllen. Habe ich den Henkel doch dran lassen. Wir lassen dann dran, den sieht man nachher eh nicht mehr. Und dann könnt ihr das Korbchen vielleicht irgendwann mal wieder anders verwenden. Wenn es euch stört, macht es ihn weg. Aber ich sage, man sieht ihn wirklich, dann nehme ich es so. Dann kann man wirklich auch dran lassen. Gibt vielleicht auch noch ein bisschen Stabilität an dem ganzen Korbchen. So, also eingepflanzt ist es. Also, das ist jetzt größere Hexen da. Schaut bloß, dass ihr euch die Erde ein bisschen runterdrückt an der Seite, dass ihr wirklich wieder einen Gießrand habt. Dass ihr nicht, wenn ihr es gießt, dass euch alles wieder oben rauskommt, weil ihr Erde zu oben weit oben habt. Die Folie könnt ihr ein bisschen weiter runterdrücken. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel dazu machen. Ihr könnt jetzt dann auch Band reinmachen, ihr könnt sonst was reinmachen. Ich lasse es eher schlicht. Und ihr seht, es hebt. Jesus bricht das Herz. Und zur Not könnt ihr euch oben wirklich dann nur so eine kleine Aufhängung machen, dass es dann wirklich an einen Haken oder so hinhängen könnt. Und das Ganze. Also so ist mal wirklich wieder Spankorb ein bisschen anders. Ja, verarbeitet worden, sage ich jetzt mal. Hier habe ich eigentlich bloß einen alten Korb genommen und habe da durch dieses Korbgeflecht meinen Draht genommen. Und es ist jetzt ein bisschen, ja, wenn ich es jetzt an der Hauswand hinhänge, hebt, sage ich jetzt mal, oder an der, irgendwo, wo es einen Halt hat von der anderen Seite. Sonst mache ich es einfach so. Ich gehe auf der anderen Seite auch nochmal durch diese. Dann habe ich an vier Seiten, also durch dieses Korbgeflecht durch. Und da eignet sich jetzt einfach ein Draht gut, weil der halt einfach dann ein bisschen dünner ist, wo dann durchgeht. Wenn ihr jetzt natürlich ein dünnes Kordel oder eine dünne Schnur habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Ich biege dann gleich so übereinander. Also ich lasse es im Ganzen. Ich mache jetzt Keule. Ihr könnt natürlich auch vier verschiedene. Ihr könnt es immer an jeder Seite anbraten und der Draht immer abschneiden und oben dann eigentlich alle zusammenfassen. Das könnt ihr auch machen. Das ist, wie ihr es lieber wollt. Ich lasse ihn immer gleich im Ganzen und fädeln dann so. Und jetzt kann ich nämlich das oben zusammenfassen. Eigentlich genau das gleiche, als wenn ihr jetzt vier einzelne habt. Passt das jetzt so ein bisschen zusammen. Und biege mir jetzt gleich hier noch eine Aufhängung. Und schwuppsdiwupps, hebt mir das einfach auch besser. Also das ist von dem her, richtet sie dann einfach noch ein bisschen aus. Also wie gesagt, wenn ihr es an der Hauswand macht, reicht es mit zwei Aufhängungen und sonst macht ihr vier hin, dass es einfach ein bisschen stabiler ist. Dann zeige ich euch jetzt nur, wie das funktioniert. Also das ist jetzt einfach so in der Beet, dass man es bereitstellen kann oder auch als kleine Geschenkidee. Was sich darunter verbirgt, nur ein Plastiktopf. Ich muss das nochmal weg tun. Also ich habe einen hundsgewöhnlichen Plastiktopf genommen, einfach ein bisschen größeren. Wenn ihr keinen habt, geht es in den Blumenladen, geht in die Gärtnerei und fragt mal nach. Die haben meistens Töpfe übrig und sind froh, wenn sie jemand nimmt, weil sie schmeißen sie teilweise eh bloß weg. Oder sonst kauft ihr euch einen neuen, wenn ihr sagt, ihr möchtet keinen gebrauchten haben. Nehmt einfach Stecken von draußen, wo ihr findet, steckt die unten durch die Löcher durch. Was ihr nur machen könnt, wenn sie nicht ganz heben, innen mit einem Klebeband, also ein normales, entweder so ein blaues oder in einem Synthesa, also ein breites, und klebt euch die innen rein.
Oder zur Not ein Tropfen Heißkleber, dass es wirklich hebt, wobei es mit dem Klebeband, sage ich mal, besser fixiert ist, dass es am Rand festklebt. Und dann fasst du die unten zusammen. Ich habe sie mit dem Wickeldraht dann zusammendreht, die Bindestelle. Bin dann mit der Kordel drüber oder mit dem Band, dass man das einfach jetzt nicht mehr sieht, meine Bindestelle. Und habe da oben jetzt einfach nur einen Rupfen drum. Ich habe ihn nur drum rumgelegt und bin mit dem Wickeldraht nochmal drüber und habe den mit dem fixiert, den Rupfen. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt ein doppelseitiges Klebeband nehmen und könnt das an ein paar Stellen an diesem Topf befestigen und könnt euch da dann euren, sag jetzt mal, einen Stoff oder Vlies oder Auenrupfen dran befestigen. Das könnt ihr immer noch machen und dann wird am Band nur als Deko-Element außen rum gehen. Also da guckt ihr, was euch besser fällt oder wie es euch besser einläuft, wie es hebt, aber so könnt ihr einfach so ein bisschen was Höheres machen, wo ihr euch vielleicht ins Bett meistert oder wirklich so als nettes Mitbringsel, wenn man jemand das vor Haus stellen will oder dass man sich irgendwo selber reinstecken möchte in der Garten. Also das ist einfach mal ein bisschen eine andere Variante, als wenn man nur was bepflanzt. Und ich zeige es euch jetzt mit dem kleineren. Und zwar ist der Korb einfach ein bisschen auseinandergefranst. Den kann man jetzt auch nicht mehr so an die Henkel aufheben. Aufhängen, Quatsch. Deswegen mache ich es so. Ich schneide die Henkel einfach weg. Dann sieht er aus wie ein normales Kabel. Nehme jetzt einfach so Schlitzstäbe. Da wäre es gut, wenn ihr wirklich guckt, ob es das in der Gärtnerei oder im Baumarkt eventuell gibt. Da guckt einfach, was für euch momentan gerade auf hat oder wo es er herbringt. Weil die besser sind als Schaschlikspieße. Also Schaschlikspieße sind einfach jetzt so dick. Zur Not guckt auch draußen, ob ihr ein bisschen einen dickeren Ast habt, spitzt euch den an und dann könnt ihr den nur da durchfädeln. Und das macht ihr auch. Also ich mache es immer gerne an drei Stellen, weil es dann einfach besser hält als an zwei. Da ist jetzt der Folie schon mit drin, dann brauche ich nichts anderes mehr machen. Ich mache es jetzt bewusst ein bisschen länger, dass es einfach seht, weil das kann man von der Länge her variieren, wie es wollt. Dann stechen wir die einfach nur durch. So. Heben tut es. Innen, jawohl, die heben. Also wie gesagt, wenn ihr meint, die heben euch nicht, die Stäbe, dass wir rausrutschen, fixiert sie einfach wirklich innen drin mit einem Stück Klebeband. Dann mache ich es auch ganz einfach. Ich fixiere mir das jetzt einfach mal mit einem Wickeldraht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, ob es mit einer Kordel, ob es mit einem Band. Und dann nachher nochmal was drüber gehen über den Wickeldraht oder aber gleich sagt, nee, ich möchte eine Kordel oder ein Band nehmen, wo dann mir bleibt. Das guckst du, wie es euch besser gefällt. Wenn ihr einen Draht verwendet, dann bitte abschneiden mit dem Seitenschneider, nicht mit der Gartenschere. So, ich wickele jetzt mit meinem Band drüber. Dann lasse ich das auch noch ein bisschen runterhängen, dann sieht das nämlich auch nochmal toll aus. Und wie gesagt, die Stäbe könnt ihr euch dann abschneiden, wie ihr wollt. Von der Länge her, das guckt so, wo es hinstellen wollt oder reinstecken wollt, eigentlich viel mehr. Ihr solltet bloß die Stäbe auf eurer Länge haben. Das ist wichtig. So, das lasse ich jetzt so runterhängen. Und unten schneide ich sie wirklich jetzt bündig ab. Ihr könnt sie unten nochmal zusammenfassen, dass sie wirklich rein gehen. Ich lasse sie jetzt so, weil ich kann es dann wirklich dann so in die Erde rein und habe dann einfach nochmal ein bisschen Halt, dass dann an verschiedenen Stellen befestigt ist. So, also die Folie hat auch Löcher innen drin. Dann können wir, ohne dass wir was anderes reintun, also ohne Drainage reintun, schon gleich ein bisschen Erde auffüllen. Und dann machen wir gar nicht so viel. Und setzen einfach unser Alysum dann oder unser Steinbrösel herein. Und das kann sich jetzt wirklich schön ausbreiten. Wenn ihr braucht, nochmal der Erde nachfüllen. Und sonst wächst es einfach schön nach unten und ist euer Korb dann zu.
Und ihr habt einfach ein nettes. Also ich finde es einfach ein bisschen eine andere Variante, wenn einfach halt alles gleich ist im Beet, sondern wenn man einfach auch mal oben oder weiter oben was stehen hat und wenn es dann einfach auch noch nicht aussieht. Fertig wäre die Variante. Und jetzt haben wir noch eins. Und zwar habe ich auch ein Körble, wo da habe ich den Henkel jetzt dran lassen, weil ich da meine Schnur befestigt habe und meine Kordel. Habe auch so eine Folie mit reingenommen. Da mache ich es jetzt auch so, die Kordelenden habe ich extra zweimal knotet, lasse die aber so, weil die stecke ich jetzt so innen rein. Die sieht man nachher nicht mehr, weil da kommt jetzt nachher mehr Erde rein und dann bleibt es eigentlich mit dem versteckt und das, ja, ist dann von dem her auch somit aufgehoben. Was wollte ich jetzt nur sagen? Ich habe nur ein bisschen Drainage drin, also ein bisschen Beton oder Ceramik drin. Da schaut ihr, was ihr habt. Ihr könnt da Steine nehmen. Aber dass ihr einfach dann ein bisschen Drainage vielleicht drin habt, wenn es, ja, dass euch einfach eine Staunässe besteht. Also es kommt da immer drauf an, wo hängt es hin? Hängt es wohin, wo es überdacht ist? Dann vielleicht einfach schauen, dass, ja, dann brauchst du eigentlich keine Drainage, weil dann guckt ihr nach dem Gießen oder seid ihr verantwortlich, wenn es zu nass hat oder zu trocken hat. Aber wenn wirklich, wenn es im Regen ausgesetzt ist oder auch gerade, wenn es wo reinsteckt in der Beet, also die kleine Aufsteller, sage ich jetzt mal, dann wirklich gucken, dass ihr entweder Drainage habt oder dass wirklich jetzt so wie bei diesem Plastiktopf sind ja Löcher drin, also da kann genügend Wasser ablaufen, das reicht aus. So, und fertig ist das auch. Also die Betonie kommt jetzt einfach schön runter. Ich habe jetzt lauter Sachen genommen, wo überwiegend für Sonne sind. Ihr geht in die Gärtnerei, geht in den Blumenladen, schaut einfach mal, was es gibt von den Pflanzen her. Gerade in so kleine Beetpflanzen, sage ich jetzt mal, wo ihr dann eben auch in so Hängeampeln oder in selbstgemachte Hängeampeln reinpflanzen könnt. Und schaut einfach, dass es vom Standort her bei euch passt. Also es bringt jetzt nichts, wenn ihr jetzt Sonnenpflanzen an einem schattigen Platz pflanzt, weil die einfach euch nicht gedeihen. Genauso ist, wenn eine Schattenpflanze permanent in der Sonne steht, dann gedeiht die euch auch nicht, die schlagt eigentlich eher, weil das ist einfach hier viel zu heiß. Also da schaut ihr ein bisschen und dann habt ihr wirklich auch lang Freude und habt den ganzen Sommer über Freude an euren Pflanzen. So, wir sind am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Habt ganz viel Spaß beim Nachmachen, probiert es aus, also ihr habt sicherlich irgendwas, wo ein Körble oder ein Spannkörble rumsteht. Probiert es mal aus oder gerade auch diesen Gartenstecker aus, sag ich jetzt mal mit dem Übertopf oder mit dem Plastiktopf. Ist mal was anderes. Habt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.